als Saarländer gibt es nicht viel Schöneres. Wir treten ein bisschen auf der Stelle. Wir sind heiß und wollen das Spiel wieder gewinnen. Wir rennen schon so diesem Erfolgserlebnis hinterher. Elversberg steht oben, wir stehen oben. Volles Stadion beim Saarderby und Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Südwest heute Nachmittag in Elversberg. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Sportarena. Der Tabellenzweite hat den Spitzenreiter Außerbrücken zu Gast. Ein Saarderby also von großer sportlicher Bedeutung. Gut 7000 Zuschauer waren heute da, nachdem der Heimblock C1 an der Kaiserlinde fertig und abgenommen ist. Die Fans voller Vorfreude auf dieses Duell und hoffentlich auch Sie. Daniel Scheider ist jetzt Ihr Reporter. Ja, und los geht's in dieses Gipfeltreffen zwischen dem zweiten und dem ersten mit einer mehr als würdigen Kulisse. Nicht ganz ausverkauft, aber fast. Die SVE-Fans im Vergleich zu den FC-Fans stimmlich und zahlenmäßig wie immer ein wenig im Nachteil, aber daran ist man ja gewohnt. Zwei neue im Team von Michael Wiesinger, Julius Perstaller und Moritz Göttel. Hier haben wir sie erstmals von Beginn an. Kaplani und Berzel dafür raus, die Heimelf mit zwei Stürmern. Und bei Dirk Lottner dagegen die gleiche Elf auf dem Feld, die letzte Woche Meister Mannheim geputzt hat. Kurze Abtastphase, dann die Heimelf mit der ersten Annäherung. Lukas Kohler, vierte Minute mit diesem Schussversuch knapp links vorbei. Super angespielt von Öster Hellweg und da fehlt ihm noch ein wenig die Feinjustierung. Die SVE versucht, anders als gegen Waldorf, schnell in die Spitze zu spielen. Wieder ist es Öster Hellweg. Diesmal Selentina am Flügel und Göttel mit Brachialgewalt. Fünfte Minute, Moritz Göttel. Seit Wochen hofft er auf einen Startelf-Einsatz. Jetzt hat er ihn sich verdient. Und durch diese wunderschöne Schusschance eben auch bewiesen. Ja, Elversberg gehören die Anfangsminuten. Man will die schwachen Offensivleistungen ganz offensichtlich vergessen machen. Der FC muss sich zunächst sortieren, spielt dann aber eben auch schnell nach vorne. Thomas Berg hier mit einem Fehler. Patrick Schmidt ist da. Und das 1:0. Achte Minute, wer sonst als der Top-Torjäger Patrick Schmidt bestraft den ersten Fehler der SVE. Hier sehen wir es nochmal. Der dicke Bock von Thomas Berg, der da mit dem Standbein wegrutscht. Und schauen Sie, wie abgezockt der FCS-Goalgetter dann agiert. Das 11. Saisontor bereits für Patrick Schmidt, den Instinktfußballer. Beim ersten FC Saarbrücken, so einen möchte jeder haben. Die FCS-Fans oben auf. Die SVE braucht dagegen ein paar Minuten, um diesen Schock zu verdauen. Dann Sven Selentin. Göttel wird dann gefoult hier. Klar zu sehen von Schiri Gasteier. Freistoß für die Sportvereinigung Elversberg. Gut gesehen im Übrigen. Kleine Ringeanlage da von Hahn gegen Göttel. 15. Spielminute, der erste Freistoß für die Sportvereinigung Elversberg. Eine Sache für Maximilian Öster-Hellweg, den Spezialisten, der nach jedem Training mindestens ein Dutzend Mal genau diese Standards einübt. Öster-Hellweg und drin ist das Ding. Was für ein Tor und was für eine Antwort des Tabellenzweiten auf diesen Führungstreffer. Achtes Saisontor bereits für den Flügelflitzer. Die Mauer des FCS allerdings auch nicht genug rechts rausgestellt. Und Saalfeld machtlos. Er ist und bleibt der wichtigste Offensivspieler bei der Truppe von Trainer Michael Wiesinger. Und jetzt haben auch die Fans im neuen Block C endlich was zu jubeln. Blau-Schwarz
versucht aber sofort wieder das Kommando an sich zu reißen. Stuttrucker, Behrens und Patrick Schmidt. Mal mit einem Fallrückzieher. 18. Minute. Ja, da hat er nicht optimal zum Ball gestanden. Patrick Schmidt mit dem Rücken natürlich zum Tor. Schwer zu nehmen, dieser Ball. Trotzdem, die Lottner Elf tritt hier selbstbewusst auf. Kein Wunder nach dieser Klasse-Serie mit dem Sieg zuletzt auch gegen Waldhof. Doch es ist die SVE, die sich nach und nach mehr Ballbesitz erspielt. Die Partie im Mittelfeld zunehmend kontrolliert. Selentin wieder auf Österhellweg und Kohler verpasst in der Mitte. Ja, Lukas Kohler, der ehemalige Saarbrücker, einen Tick zu spät hier durchgestartet. Über seine Seite laufen die meisten SVE-Angriffsaktionen. Das sieht sicherlich auch Edmond Kaplani auf der Bank der SVE so. Letzte Aktion vor der Halbzeit. Wieder der FCS über Mandy. Aber Daniel Batz sicher. Ja, das war's in einer sehr guten Hälfte in einem Derby, das viel zu bieten hatte. Sieht sicherlich auch Michael Wiesinger so. Nur Lottner hätte sich wohl gewünscht, dass der Vorsprung seines Teams länger gehalten hätte. Ebenso wie die Fans. Zweite Hälfte. Und die ist umkämpfter als die erste. Kleine versteckte Fouls mal hier und da. Hier Gerangel zwischen Kehl Gomez und Patrick Schmidt. Nachdem Kehl Gomez da unabsichtlich faul gespielt hat. Aber wenig später ist auch das wieder vergessen. Die beiden vertragen sich wieder. Es ist ein Derby, in dem natürlich ein bisschen Feuer drin ist. Aber alles im Rahmen des Fairen. Danach zählt wieder der Fußball. 60. Minute. Und wieder ein Foul, diesmal von Lukas Kohler. Und das war dann schon ein bisschen heftiger. Verletzten sich beide da, Kohler und Mandy, bei dieser Aktion. Und danach ist richtig Feuer drin in dieser Partie. Schauen wir noch mal genau hin. Lukas Kohler kriegt dafür Gelb. Es soll auch schon Leute gegeben haben, die dafür Rot gezeigt hätten. Und das fordern wohl die Saarbrücker Spieler und natürlich auch die Fans. Bisschen Glück in dieser Situation. Und dann geht's fußballerisch weiter. Nochmal ein kleines Foul. Diesmal an die Adresse von Hahn, der dafür Gelb kassiert. Hier im Zusammenspiel mit Göttl eben auch unfair zu Werke ging. Freistoß SVE. Schöne Kopfballvorlage und Kohler mit dem Tor. Aber sie haben den Pfiff gehört. Genau so ist es. Vorher bereits offenbar im Abseits gestanden, beziehungsweise in der Mitte geschoben von Kehl Gomez. Treffer zählt nicht für die Heimmannschaft, die aber nach wie vor hier im zweiten Abschnitt mehr Ballbesitz hat und das dominierende Team ist. Lukas Kohler. Julius Perstaller. Knapp drüber der Österreicher. Ja, ja, 66. Minute. Perstaller bringt die SVE hier beinahe in Führung. Und diese Führung wäre verdient nach dem Spielverlauf für Michael Wiesingers Mannschaft. In dieser zweiten Hälfte, in der die Heimmannschaft viel mehr vom Spiel hat. Selten solche Angriffe wie hier der erste FC Saarbrücken. Behrens. Ja, endlich mal eine Aktion im gegnerischen Strafraum durch Kevin Behrens. Vier Treffer bislang. 71. Minute. Hätte natürlich auch die Führung bedeuten können, wäre aber zu diesem Zeitpunkt unverdient gewesen. Dann wieder die SVE. Mit einem Freistoß. Eine Sache für, den kennen Sie, Maximilian Österhellweg. Und Saalfeld, im Nachfassen hat er den Ball erst sicher. Also zweimal lässt er sich dann doch nicht übertölpeln, der David Saalfeld im Tor des ersten FC Saarbrücken.
Also die Partie natürlich jetzt auf des Messers Schneide. Und nochmal gibt es einen Wechsel. Kaplani darf jetzt rein für Göttl. Trotzdem spielt die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger weiter mit zwei Stürmern. Kaplani und Perstaller. Und hat nach wie vor in dieser Partie mehr vom Spiel. Perstaller und der Treffer. 2-1, 85. Minute. Wie aus dem Nichts, sah eigentlich gar nicht so spektakulär gefährlich aus, aber der nimmt er von der Strafraumgrenze Maß, der Österreicher, und markiert seinen ersten Saisontreffer. Haargenau ins lange Eck, ganz schwer zu halten. Saalfeld ist da sicherlich kein Schuldvorwurf zu machen. Perstaller einfach zu präzise. Und damit die SVE ganz nah dran nun am Sieg. Jetzt gilt es nur noch wenige Sekunden zu überstehen. Lottner probiert noch mal alles. Versucht seine Mannschaft nach vorne zu beordern. Saarbrücken probiert es mit langem Holz, um irgendwie den Ball da vorne noch über die Linie zu stochern. Behrens hier. Aber es ist immer ein SVE-Abwehrbein dazwischen. Mannschaft, der SVE lässt sich das Ganze jetzt nicht mehr nehmen. Und dann die Schlusssekunden in diesem Derby. Die SVE nach zwei torlosen Unentschieden in Folge wieder in der Spur, schnappt sich die Tabellenspitze vom 1. FC Saarbrücken. Am Ende haben wir die drei Punkte. Es war schon meiner Meinung nach was verdient. Also wir waren ein Tick aggressiver, glaube ich, in den Zweikämpfen. Wir haben uns in jeden Ball reingeworfen. Wir haben wirklich alles versucht und auch alles gemacht. Nach vorne hatten wir schon die eine oder andere Möglichkeit, die wir auch liegen gelassen haben, die wir ja, mit dem letzten Pass vielleicht nicht ganz so sauber zu Ende gespielt haben. Deswegen denke ich, im Großen und Ganzen war das heute verdient für uns. Hat sich die SV Elversberg damit zurückgemeldet, wenn man das mal so plakativ sagen will? Wir waren nie weg, wir sind da und ich denke, jeder von uns weiß, was unsere Ansprüche sind und deswegen, wir sind immer noch da und es macht Spaß einfach. Und Saarbrücken muss nun lernen, dass es eben nicht nur nach oben geht. Heute war der Glottners Elf die schwächere Mannschaft. Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn wir jetzt verloren haben, dass wir irgendwann noch mal verlieren. War klar nach 4 Siegen, dass es jetzt heute ist, natürlich umso bitterer, aber ja, es geht weiter und am Mittwoch erstmal Pokal und dann Montag gegen Lautern. Also Mund abwischen beim 1. FC Saarbrücken und zum Genießen nochmal das Siegtor von Julius Perstaller, dem Österreicher, der heute der Matchwinner war in diesem Derby zwischen Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken. Ja, nach dem Spitzenspiel in Elversberg gibt es also einen neuen Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest. Die SVE hat nach dem Erfolg den FCS wieder überholt. Das Kopf-an-Kopf-Rennen geht also weiter. Frank Grundhefer hat nach dem Spiel jetzt zwei Trainer am Mikrofon, deren Laune damit wohl etwas unterschiedlich sein dürfte. Ja, ein stimmungsvolles Derby war das hier vor 8000 Zuschauern. Bin froh, dass die beiden Trainer noch mal bei mir sind. Dirk Lottner und Michael Wiesinger. Beginnen wir mit dem Gastgeber, Herr Wiesinger. Ich denke mir mal, Sie dürften heute ziemlich zufrieden sein mit diesem 2:1. Liege ich da richtig? Ja, ich bin natürlich super zufrieden. Die Mannschaft hat heute einen richtig guten Auftritt hingelegt. Hat sich auch durch das 0:1, geschenkte 0:1, will ich mal sagen, auch nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Wir haben unser Spiel durchgezogen mit dem Wissen, dass Saarbrücken natürlich gerade im Umschaltverhalten immer gefährlich ist. Da musst du verdammt aufpassen, wenn du Ballbesitz hast. Aber für mich war es ein hochverdienter Derby-Sieg und unterm Strich haben wir heute alles richtig gemacht. Herr Lottner, wie analysieren Sie die Partie? Mannschaft ging mit 1:0 in Führung, verliert dann mit 2:1, muss einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Ist das aus Ihrer Sicht eine verdiente Niederlage? Ja, verdient. Darauf hingehend gesehen, dass man dass wir, glaube ich, gerade in den letzten 20 Minuten es nicht mehr geschafft haben, selber mehr Ballbesitz zu bekommen, dem Druck standzuhalten.
Da gebe ich ihm ja absolut recht. Da waren sie dann vielleicht auch diesen Ticken besser, um dann den Lucky Punch zu setzen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir ein sehr packendes, ein sehr emotionales Derby gesehen haben, was richtig Spaß gemacht hat. Ich glaube auch, trotz der Niederlage hoffentlich auch unseren Fans Spaß gemacht hat. Natürlich wäre es mit einem Punkt oder mit einem Sieg natürlich wesentlich interessanter gewesen. Aber letztendlich habe ich der Mannschaft nichts vorzuwerfen. Sie hat alles getan, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht. Und von daher gilt es jetzt Mund abputzen, wegstecken und wieder auf das nächste Spiel schauen. Herr Wiesinger, Ihre Mannschaft lag zurück, hat aber dann dieses 1:1 gemacht. War das so eine Befreiung, endlich mal wieder ein Tor nach den Wochen ohne Treffer? Naja, es war vor allem eine Befreiung für die ersten Minuten, wo wir heute richtig gut angefangen haben, wo ein paar Mal im letzten Drittel auch waren. Dann kriegst du so einen Nackenschlag und dann musst du natürlich, wenn du schnell das 1:1 machst, ist immer gut. Ja, das hast du gemerkt. Das war eine Befreiung für uns. Eine super, super Aktion von Max Österhelbig. Ja, und danach ist die Mannschaft wieder selbstbewusst aufgetreten. Und Sie haben schon recht, nach so einem Erfolgserlebnis haben wir jetzt gesucht. Ja, wir haben viel 0:0 gespielt, wenig Tore gemacht zuletzt. Und deswegen war das heute für uns elementar wichtig, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Und in der zweiten Halbzeit, so habe ich zumindest gesehen, war Ihre Mannschaft doch das dominantere Team, hatte auch die besseren Möglichkeiten und darum auch eben verdient der Sieg? Ja, ich denke schon, dass wir es dann mehr wollten. Ja, wir hatten mehr Ballbesitz, ja, wir wussten schon, dass du da immer aufpassen musst. Ja, Spielkontrolle ist gut, ja, aber ja, Saarbrücken ist diese Saison, finde ich, auch verdammt stark, weil sie diesen Punch immer setzen, weil sie da auch Qualitäten vorne haben mit Schmidt und Behrens. Die sind sehr unangenehm zu spielen, du musst immer aufpassen. Ja, hatten sie auch ein, zwei Kontersituationen, wo ich schon der Meinung war, auch da kann mehr passieren. Und ja, wir waren dann da, wir haben den Lucky Punch gesetzt, sehr, sehr schönes Tor vom Julius Perstaller. Und ja, danach waren wir einfach überglücklich und haben sie über die Zeit gerettet. Herr Lottner, gerade Ihre Mannschaft hat in den letzten 15 Minuten, in den letzten Wochen eigentlich immer wieder überzeugt und ja, viele Punkte durch Tore in dieser letzten Viertelstunde geholt. Warum ist das heute nicht gelungen aus Ihrer Sicht? Weil wir heute nicht gegen Nöttingen gespielt haben, sondern den Aufstiegsfavoriten schlechthin gegen Elversberg. Und die jederzeit in der Lage sind, fußballerisch auch eine Mannschaft müde zu spielen. Und ich glaube, gerade in der Phase, wo es dann ein bisschen schwieriger wurde, wenn du nicht mit dem Ballbesitz hast oder auch die Frische im Kopf hast, um auf Ballbesitz zu kommen, dann kommt natürlich so eine Qualität, wie Elversberg sie hat, wieder zum Vorschein. Ja, weil alleine, wenn ich sehe, was da noch eingewechselt wird, ja, hätte ich auch Spaß in der Backe, ja. Also kann man diese Niederlage so nehmen aus Ihrer Sicht heute? Wie gesagt, ja. Wenn man hinten raus das ganze Spiel betrachtet, mit den vor allen Dingen letzten 20 Minuten, wo wir eigentlich gar keinen Ballbesitz mehr hatten und nicht mehr in der Lage waren, uns von dem Druck zu befreien, muss man einfach sagen, war es hinten raus vielleicht dann doch verdient. Habe ich kein Problem mit, wenn es so ist. Wir haben weiterhin unsere Ansprüche an die Mannschaft und auch diese Ansprüche wurden heute wieder gerecht. Und von daher alles gut. Herr Wiesinger, ich habe Maximilian Österhelbig vorhin gefragt, ist die SV Elversberg wieder zurück? Und er hat gesagt, wir waren nie weg, würden Sie das so unterstreichen? Naja, wir haben in den letzten Wochen schon was gelassen, so ist es nicht. Ja, wir haben allen hinter uns wieder die Chance gegeben, ranzukommen. Saarbrücken ist an uns vorbeigezogen. Er darf auch kurz erinnern, dass die noch ein Spiel weniger haben. Also ich sehe es ein bisschen anders wie der Dirk. Ja, wir haben momentan viele Verletzungssorgen. Ja, bei uns beschwert sich kein Mensch drüber. Ja, wir versuchen das zu kompensieren. Klar habe ich eine Qualität im Kader, aber das musst du auch Woche für Woche auf den Platz bringen. Ja, wir haben momentan gerade Kevin Mack, ist ein extrem schwieriger Ausfall für uns, ja, gerade in der Lufthoheit. Ja, und das machen wir gut. Es gibt schon Gründe, warum wir zuletzt Federn haben lassen müssen. Und ja, heute war es einfach ein Sieg für die Moral. Ja, ganz wichtigen Glauben auch wieder reinzukriegen. Und jetzt kommen aber wieder die schweren Spiele in Pirmasens, in Nöttingen. Also die Dinger musst du ziehen. Und heute war es von der Motivation Selbstläufer. Wir freuen uns drauf, die beiden saarländischen Teams weiter zu verfolgen. Vielen Dank an die beiden Trainer.